Wir haben heute sehr intensiv beraten über die endgültige Auswertung der Anhörung. Ich bin nochmal sehr erfreut über die hohe Beteiligung. 95% aller pfarrlichen Gremien haben sich zurückgemeldet. Das ist hat alle meine Erwartungen übertroffen. Die Auswertung an sich ist kritisch ausgefallen, das muss man ehrlich gestehen. Ganz überrascht hat es mich nicht, denn es ist ja natürlich auch klar, dass die Leute ihre Dinge eintragen wollen, die Dinge, die sie gerne verbessert haben wollen oder geändert haben wollen, dass die die natürlich in so einer Phase dann auch benennen. Von daher haben wir uns damit auch sehr, sehr gut auseinandergesetzt. Wir haben einige Dinge nochmal in Angriff genommen. Wir haben überlegt, wo müssen wir Dinge verändern. Das sind manchmal nur leichte, oberflächliche Veränderungen, zum Beispiel, dass eine Synodalversammlung nicht nur einmal im Jahr, sondern mindestens zweimal im Jahr tagt. Es sind andere Dinge, die sind etwas tiefergreifend. Das ist zum Beispiel der Rat der Pfarrei, den wir umgeformt haben von einem Einkammersystem, wo also pastorale und verwaltungstechnische Fragen zusammenberaten werden, in ein Zweikammersystem, wo also eine pastorale Kammer und eine vermögenstechnische Vermögenskammer gebildet werden, die einen mehr sich mit pastoralen, die anderen mehr mit Verwaltungsfragen sich beschäftigen, die dann aber auch in gewissen Fragestellungen, in grundlegenden Fragestellungen, in richtungsgebenden Fragestellungen zusammen tagen, beraten und beschließen. Und dort wurde dann auch nochmal im Gegensatz zu dem bisherigen auch ein Laie als Vorsitzender eingetragen und nicht der Priester aus dem Leitungsteam. Natürlich gibt es auch Dinge, wo wir mehr kommunizieren müssen, wo wir einfach Dinge auch nochmal klarer formulieren müssen oder eben auch konkreter werden müssen. Viele Dinge sind im Schwammigen geblieben. Ich nenne da nur mal die Verwaltungsteams, die sich oftmals beklagt haben, was können wir denn noch tun, was können wir nicht mehr tun. Wir werden eine Arbeitshilfe erstellen, mit einem konkreten Aufgabenkatalog, in den die jetzigen Verwaltungsräte hineinschauen können, um dann zu schauen, was sie gerne machen würden, was sie vielleicht eher nicht machen. Und dann gibt es aber auch Dinge, die müssen wir einfach aushalten. Wir sind in einer Phase, wo wir sagen, wir wollen Kirche im Bistum Trier neu aufstellen, wir wollen auch neue Wege gehen, wir wollen mehr auf den Menschen zugehen, wir wollen auch missionarischer sein, wir wollen aber auch mehr auf die Bedürfnisse also der Menschen eingehen, wir wollen diakonischer sein. Und da denke ich, gibt es Dinge auch auszuhalten. Dazu gehören zum Beispiel die Größe der Pfarreien, die immer noch mal wieder hier oder da in Frage gestellt wird, aber wo ich sage, wir brauchen diesen großen Organisationsraum und auch Verwaltungsraum, um Kräfte frei zu bekommen, eben für diese neuen Aufgaben, die wir uns gestellt haben.